Hallo zusammen und damit heiße ich euch heute ganz besonders herzlich willkommen zur ersten Folge unserer neuen und fünften Staffel. Einige Folgen liegen ja bereits hinter uns und solltest du da die eine oder andere Folge verpasst haben, ist das überhaupt gar kein Problem. Du findest sämtliche Folgen auf unserem Kanal und wenn du von nun an keine Folge mehr auch in der Zukunft verpassen möchtest und dich verlassene Orte hier im Osten Deutschlands interessieren, dann freuen wir uns natürlich, wenn du uns abonnierst. Aber fangen wir nun am besten an mit diesem Video. Wir hatten in den letzten Folgen so ziemlich alles mit dabei, Fabriken, Schwimmbäder, Bunker und vor allem auch Wohnhäuser. Aber einen Fliegerhorst hatten wir bisher noch nicht. Nun, das soll sich mit dieser Folge ändern. Bringt also am besten ein paar Minuten Zeit mit und ich erzähle euch gleich ein bisschen mehr darüber. Ich wünsche euch nun viel Spaß mit diesem Video. Wir sind Urbex LG direkt aus Leipzig und heute zeigen wir euch einen verlassenen Militärflugplatz oder, wie man es früher nannte, einen Fliegerhorst. Ursprünglich für die von Hermann Göring 1935 frisch gegründete Luftwaffe erbaut, diente diese weitläufige Anlage als sogenannte Instrumentenflugschule. Sinn und Zweck dieser Schulen bestand darin, die Piloten und Flugzeugführer in besonderen und vor allem heiklen Szenarien zu schulen und zu erproben. Schulen dieser Art gab es bereits schon ein Jahrzehnt vorher, allerdings nur in Berlin. Somit konnten immer nur eine Handvoll Personen ausgebildet werden. Zu wenig, wenn es nach Göring ging. Was Hitler selbst damals schon plante, war nur eine Frage weniger Jahre, nur hielt er den Luftkrieg zu diesem Zeitpunkt noch für unwichtig. Wahrscheinlich ein Grund, warum es zu dieser Zeit eben so wenig Schulen gab. Das sollte sich allerdings in den Folgejahren ändern. Mitte der 30er Jahre entstanden gleich 12 Flugschulen dieser Art im Reich. Trainiert wurden unter anderem Verbands- und Aufklärungsflüge, aber auch die wichtigen Nachtjagdmanöver sowie verschiedene Kampfszenarien. Zum Lehrplan zählten natürlich auch Streckenflüge, das Fliegen in verschiedenen Formationen, der Umgang mit Fremd- und Eigenpeilung sowie die geschulte Bedienung von Navigationsgeräten. Neben den Schulungen und Trainingseinheiten testeten unter besonderer Geheimhaltung hier die Junkers Flugzeugwerke, besser bekannt als Junkers AG, verschiedene Experimentalflugzeuge. Eines davon war zum Beispiel die SAC AS6, einem zugegeben aus heutiger Sicht sehr merkwürdigen Fluggerät. Sein Entwickler und Namensgeber Arthur SAC erhielt vor allem Zuspruch von Flieger Ass schlechthin Ernst Udet. Der war zu dieser Zeit fasziniert von Optik und Idee, auch wenn mehrere Startversuche erfolglos blieben und das Flugzeug tatsächlich nie fliegen konnte. Bei anderen Flugzeugen hatte man mehr Erfolg, aber nun zurück zum Flugplatz. Thank you.
Das Areal umfasste auf einer Fläche von mindestens 360 Hektar eine 1800 Meter lange und 80 Meter breite Lande- und Startbahn. Natürlich gab es diverse Flugzeughangar, von denen heute auch noch einige stehen. Angrenzend zur Landebahn befinden sich Flugzeugbunker, die aus der Luft trotz guter Tarnung für feindliche Einheiten leicht zu erkennen waren. Im Wald versteckt waren dagegen die Quartiere der Mannschaften, genauso wie die Unterrichtsräume. Das Herzstück der Anlage, der Tower, ist auch heute noch weithin sichtbar, auch wenn er sehr mitgenommen ist. In den 40er Jahren änderte sich immer wieder die Geschwaderbesetzung und damit ebenso die Flugzeugtypen. Ohne detailliert darauf einzugehen, befanden sich hier eine Vielzahl verschiedener Flieger der Junkerswerke, von Messerschmitt und Heinkel mal ganz abgesehen. Übrigens, die letzte und 12. Schule dieser Art nahm ihren Betrieb erst im Juli 1943 auf, in einer Zeit, als man schon auf dem Rückzug war. In den letzten beiden Kriegsjahren geriet die Anlage immer wieder durch amerikanische Bomber unter Beschuss und wurde dabei mehrfach getroffen. Auch versuchten deutsche Sprengpioniere mit Ende des Krieges die Anlage unbrauchbar zu machen, was allerdings nur bedingt von Erfolg gekrönt war. Denn am 17. April 1945 besetzte die US Air Force den Flugplatz und übergab ihn am 2. Juli der Roten Armee, die in den Folgejahren den Flugplatz modernisierten und sogar noch vergrößerten. Interessant ist hierbei, dass der Platz fortan als Reserve dienen sollte und auch tat, obwohl man ab 1954 hier die modernen MiG-15 Strahlenjäger stationierte.
Im Anschluss stationierte man hier Schlachtflieger und verschiedene Hubschraubereinheiten, bis der Flugplatz erneut zur Reserve degradiert und ab 1960 enorm erweitert wurde. Im Zuge der Erweiterung entstanden hunderte Wohnungen in Plattenbauten, die heute völlig verwildert im Wald der Natur überlassen sind. Die Start- und Landebahn wurde verlängert, modernisiert und durch diverse Zufahrten und Rollfelder ergänzt. Fortan waren hier neben den Schlachtfliegern vor allem immer wieder Hubschrauber zu sehen. Auch die Regimenter und Staffeln änderten sich ebenso wie die Hubschraubertypen. Von Transport bis Kampfhubschraubern war alles dabei. Besonders zu erwähnen sind hierbei die Hubschrauber des Typen Mi-2, 4, 6, 8, 10 und 24, die über die Jahrzehnte auf der Anlage immer wieder zu sehen waren. Auch nach der Wende blieb die Anlage in sowjetischer Hand, zumindest bis 1992. Erst zog man im April das 357. Schlachtfliegerregiment ab, einen Monat später folgte am 29. Mai das 485. Hubschrauberregiment. Im Nachgang transportierte man diverse Anlagen und andere Materialien ab, was dann noch bis August 92 andauerte. Neuer Eigentümer war von nun an wieder Deutschland, allerdings als Bundesrepublik, die für den in die Jahre gekommenen Flugplatz allerdings keine Verwendung mehr hatte. 1994 verpachtete man das Areal an einen Privatmann, die neuen Angebote bezogen sich auf Flugschulen, Lufttaxen, Rund- und Schauflüge, alles aber weiterhin mit Hubschraubern. Endgültig zum Erliegen kam die Fliegerei am 30. Oktober 2005. Seitdem liegt die Anlage brach. Zwei Jahre später entstand ein riesiger Solarpark, der 2011 sogar noch einmal erweitert wurde und heute etwa 110 Hektar umfasst. 2012 ergänzte man den Solarpark noch durch eine moderne Biogasanlage, die ein Jahr später in Betrieb ging. Von der ursprünglichen Landebahn ist heute also fast nichts mehr wiederzuerkennen. Die unzähligen anderen Gebäude verfallen zusehends vor allem durch Vegetation und Witterung und wirken nach bald 30 Jahren Leerstand etwas postapokalyptisch. Denkmalschutz ist nicht vorhanden und eine Neunutzung wohl aufgrund der Lage und eventueller Kontaminierung ausgeschlossen. Es bleibt also eine Kostenfrage, bis der Landkreis hier die Reißleine zieht und vielleicht schon bald alles verschwinden wird.
Von einem Industrie- und Gewerbegebiet ist die Rede, aber wann es soweit sein soll, ist ungewiss. Für uns war es eine unerwartet große und durch Vegetation sehr unübersichtliche Anlage. Auch wenn es viele Plattenbauten gab, waren diese am uninteressantesten, sie waren alle wie leergefegt. Wirklich interessant war dieser Teil mit Sicherheit nicht, es war dann doch eher die Natur, die sich hier vieles bereits zurückgeholt hatte. Details waren nur schwer auszumachen, dennoch hatte die Anlage ihren gewissen Charme und vor allem ihre Geschichte. Am Ende freuen wir uns, auch mal dort gewesen zu sein, bevor vielleicht alles bald schon nicht mehr ist. Das soll es jetzt von uns und von diesem Video gewesen sein. Es war eine deutlich längere Folge, als ihr das gewöhnt seid, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Schaltet am besten nächste Woche wieder zu verlassenen Orten hier aus Ostdeutschland ein und abonniert unseren Kanal, wenn ihr zukünftig kein Video mehr verpassen möchtet. Jetzt gibt es noch einige Bilder, bleibt also dran, es ist noch nicht ganz vorbei, bleibt gesund und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Macht's gut, bis bald und ciao.